In der dritten und letzten Aufgabe war ein Schaltbild gegeben, das bestand aus vier Widerständen, einem Widerstand so längs und dann gab es zwei Widerstände, wenn man möchte, so quer und dann noch einen Widerstand wieder in dieser Längsrichtung. Die waren miteinander verbunden. Hier unten gab es auch eine Verbindung, ein Knoten, 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 Knoten und so vier Anschlussklemmen, die bezeichnet waren mit Buchstaben A, B, C und D. Und diese Widerstände waren einfach durchnummeriert. Der Widerstand R1, der Widerstand R2, der Widerstand R3 und der Widerstand R4. Und das, was man jetzt im Aufgabenteil A machen sollte, war den Widerstand ausrechnen, den Ersatzwiderstand oder Gesamtwiderstand dieser Schaltung aus Sicht der Klemmen A und B. Für den Fall, dass hier hinten zwischen den Klemmen C und D ein Leerlauf ist und Leerlauf heißt, der Strom ist null, hier fließt kein Strom, also diese Klemmen sind einfach offen. Und dann ist dieser Widerstand RAB natürlich aus Sicht dieser Klemmen hat man diesen Widerstand R1 und die beiden hier, die sind parallel geschaltet, über denen fällt ja die gleiche Spannung ab, also plus R2 parallel R3. Und hier hinten fließt kein Strom, weil ja hier ein Leerlauf sein soll. Das heißt, es fließt auch kein Strom durch diesen Widerstand R4. Das heißt, der spielt für diesen Fall überhaupt gar keine Rolle. Und jetzt waren da auch noch Werte gegeben, nämlich dass der Widerstand R1 genauso groß sein sollte wie der Widerstand R2, genauso groß wie der Widerstand R3. Und die sollten alle jeweils 20 Ohm groß sein. Und der Widerstand R4, der sollte 10 Ohm groß sein. So, und dementsprechend haben wir jetzt hier eben 20 Ohm plus 20 Ohm parallel zu nochmal 20 Ohm und 20 Ohm parallel zu 20 Ohm. Kann man relativ schnell ausrechnen. Das ist dann halt genau die Hälfte davon, nämlich 10 Ohm, sodass wir 20 Ohm haben plus 10 Ohm und das macht dann zusammen 30 Ohm. Also aus Sicht der beiden Klemmen A und B, dafür, dass hier nichts angeschlossen ist und hier kein Strom fließen kann, sieht diese ganze Schaltung aus wie ein Widerstand mit 30 Ohm. Das war Aufgabenteil A. Bei Aufgabenteil B sollte man genau das gleiche machen, aber für den Fall, das zeichne ich mal mit Rot hier ein, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen diesen beiden Knoten, dass diese beiden Knoten kurzgeschlossen sind und Kurzschluss heißt, zwischen diesen beiden Knoten fällt keine Spannung ab, aber es kann sozusagen ein beliebig großer Strom fließen. Und für diesen Fall sollte man wieder den Widerstand RAB aus Sicht der Klemmen A und B ausrechnen. Das ist natürlich immer noch der Widerstand R1. Und dazu in Reihe sieht man jetzt, ist immer noch der Widerstand R2 und R3 parallel und nochmal dazu parallel ist der Widerstand R4. Also R1 plus R2 parallel R3 parallel zum Widerstand R4. Und auch da kann man einfach die Werte einsetzen. Die 20 Ohm plus 20 Ohm parallel zu 20 Ohm parallel zu 10 Ohm. Da fehlt noch eine 0. So, und das kann man auch wieder relativ schnell ausrechnen. 20 Ohm parallel zu 20 Ohm sind 10 Ohm und 10 Ohm parallel zu 10 Ohm sind 5 Ohm, so dass wir, das schreibe ich mal hier der Ordnung halber noch ab, so dass das 20 Ohm plus 5 Ohm sind und das sind dann zusammen 25 Ohm. Das ist der Ersatzwiderstand dieser Schaltung aus Sicht der Klemmen A und B dafür, dass es hier hinten eine Verbindung gibt, dargestellt durch diese rote Linie. So, jetzt muss man sich diese rote Linie wieder wegdenken, weil in Aufgabenteil C ging es darum, den Ersatzwiderstand zu bestimmen aus Sicht dieser Klemmen, also von der rechten Seite in diese Gleichung, in diese Schaltung reingeschaut, und zwar für den Fall, dass es einen Leerlauf gibt zwischen den Knoten A und B. Also dass hier nichts angeschlossen ist. Leerlauf heißt, der Strom ist 0. Es kann ja eine Spannung abfallen, aber es fließt kein Strom. So, und dann ist dementsprechend der Widerstand RCD aus Sicht der Klemmen C und D der Widerstand R4.
Und die beiden Widerstände R2 und R3 sind wieder parallel zueinander. R2 parallel zum R3. Und weil hinten ein Leerlauf ist, fließt kein Strom. Es fließt auch kein Strom durch den Widerstand 1. Der spielt für diesen Fall überhaupt gar keine Rolle. Dann kann man die Werte einsetzen. 10 Ohm und hier sind wieder 20 Ohm parallel zu 20 Ohm. Und ja, die 20 Ohm parallel zu 20 Ohm ergeben wieder 10 Ohm und 10 Ohm plus 10 Ohm ergeben zusammen 20 Ohm. 20 Ohm ist der Ersatzwiderstand dieser Schaltung aus Sicht der Klemm C und D für einen Leerlauf hier drüben. Also diese ganze Schaltung sieht aus wie ein 20 Ohm Widerstand. Und im Fall D war genau das gleiche gefragt, nur dafür, dass es jetzt hinten eine Verbindung gibt, einen Kurzschluss zwischen den Knoten A und B. Und Kurzschluss heißt, es fällt hier keine Spannung ab, aber es kann ein beliebiger Strom fließen. Und für diesen Fall ist der Widerstand RCD dann der Widerstand R4 und dazu in Reihe eine Parallelschaltung von R1, R2 und R3. Ja, denn über allen diesen Widerständen fällt genau die gleiche Spannung ab. Also R4 und dazu in Reihe R1 parallel zu R2 parallel zu R3. Auch hier kann man wieder die Werte einsetzen. 10 Ohm plus 20 Ohm parallel zu 20 Ohm parallel zu 20 Ohm. Und jetzt hat man drei 20 Ohm Widerstände parallel geschaltet. Das heißt, für die Parallelschaltung kommt da genau ein Drittel davon raus und 20 durch 3 ja, ergibt 6,6 Periode 6 Ohm. Die 10 Ohm von dem Widerstand R4 noch dazu macht zusammen 16,6 Ohm. Und damit ist diese Aufgabe komplett gelöst. Was ist dabei so am häufigsten schiefgelaufen? Ich denke, der häufigste Fehler war, dass einfach Leerlauf und Kurzschluss verwechselt wurden. Also beim Leerlauf gab es dann halt diese Durchverbindung und keine Spannung und beim Kurzschluss gab es diese Durchverbindung nicht und dann eben kein Strom. Das muss natürlich genau andersrum sein. Und der nächste häufige Fehler war, dass irgendwas beim Rechnen der Parallelschaltung schiefgelaufen ist. Also zum Beispiel, dass gerechnet wurde, also wenn man jetzt meinetwegen R2 parallel zu R3 ausrechnet, die Parallelschaltung der beiden Widerstände, dann wurde eben 1 durch R2 plus 1 durch R3 gerechnet und nicht, wie es korrekterweise sein müsste, nochmal 1 durch dieses Ganze. Ne? Und wenn man halt also das ohne das da oben rechnet, dann kommt da auch überhaupt gar nicht die richtige Einheit raus, weil 1 durch Ohm und 1 durch Ohm ist halt Siemens und dann bekommt man eher sowas raus wie den Leitwert von dieser Parallelschaltung und nicht halt den Ersatzwiderstand der Parallelschaltung.